Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 3. Im letzten Part haben wir Macadia verteidigt und jetzt sollen wir zur Laserabwehreinrichtung und dort ein bisschen aufräumen, reparieren, was auch immer. Wir haben ja einen Schraubenschlüssel, ne? Dann würde ich mal sagen, let's go! Zur Musik. Die ist so schön. Wow. Es guckt mich an. Und die sehen mich natürlich auch schon. Nö, ich nicht. Ba, 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 ba. Neues Spielzeug. Was ist der da jetzt? Refraktor. Gift erben. Im Ernst. So, mit dem Refraktor können wir das da. Der Refraktor kann Laserstrahlen umleiten. Er muss einfach nur ausgerüstet und in einen Laserstrahl gehalten werden. Drücke die L1-Taste und benutze den linken Analogstick, Ja, um so mit dem gesagt, Strahl können wir zu hier zielen. mit Laser woanders hin katapultieren. Damit wir wahrscheinlich dann Türen öffnen können oder sonst irgendwas. Wie zum Beispiel so. Und hallo. Wir können natürlich uns auch mal Spaß erlauben und das da machen. Warte, Munition. Hier denn noch irgendwas in. Nein. Was haben wir weiter? Gefragte Ausrüstung und der weiter. Bitte. Okay, warum habe ich jetzt keinen Bomben gehört? Ich wollte Bomben hören. You spin me right round, baby, right round. Bam, bam. Okay. Einmal da. Und das. Achso, hallo, Igel. Man sagt nicht dämlich. Ratchet, der Refraktor kann Strahlen ein Ach so, besser wir können gucken. auch das da. Voll nützlich und so. Baram, 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 baram. So. Nehmen wir mal das Teil. Und da rein. Uff. Wollt ihr denn was tun? Diese kleine Schlinge. Ja, da rein. Kaputte machen. Könnt ihr leise gehen? Nein, schade. Aber das Ding, natürlich.
Das bringt dir nichts, Kumpel. Das ist für diese Spinne irgendwie dazu bringen. Diese Spinne folgt mir. Tada! Und schon ist das Türchen offen. Ich komme nicht hoch. Da kann ich später irgendwann erst rein, wenn wir wollen. Der da hinten in der Ecke, Alter. Ecken laufen oder was? Ich kenne nur Ecken rechnen, aber naja. Ist jetzt auch nicht das Thema, ne? Oh. Das kaputt machen. Jetzt denke ich mal hier hoch. Aufpassen, dass ich nicht vom Laser getroffen werde. Okay. Bäh. Wir können erst hoch, wenn wir unsere Vakinitstiefel haben, die wir überall im Spielverlauf bekommen. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber ja. So, jetzt möchte ich das vielleicht so schräg da rein, ne? Einmal. Und zweimal. Und ich bin. Nein. Geh sterben. Was? Wo? Woher kommst du? Dumm-di-dumm-di-dumm. Hier doch irgendwas. Oh, ein Kraftfeld. Und hallo, du. Hey, Al. Al, läuft das Schild wieder? Ruhe! Ich konzentriere mich. Was? Das ist ein Quark-Videospiel. Also, bitte. Es ist ein historisch exakter, interaktiver, grafischer Roman. Wie kannst du über das Stadtschutzsystem ein Videospiel spielen? Ganz einfach. Ich habe den Sicherheitsserver mit einem 626 Hex-Matrix-Adapter umgangen, den Grafikprozessor umprogrammiert und... Nein, ich meine... Clank, du sprichst doch die Trottelsprache. Du hast wohl eine Feedbackschleife in den Induktionsspulen deines DB3-Signalprozessors. Unmöglich! Ich habe die Prüfsumme der Signalmatrix rekursiv gecheckt. Hey! Hier ist echt eine Feedback-Schleife. Hast du doch gesagt. Können wir das Videospiel ausleihen? Aber Vorsicht, es ist eine Erstausgabe. Vielleicht bringt das Quarks Gedächtnis zurück. Schild hat wieder volle Leistung. Wow, er hat es hinbekommen. Ich darf mich zurück teleportieren. Yay. Zurück zu deinem Schiff. Genau. Der Transporter ist voll cool. Für den kürzesten Weg, das liegt trotzdem. Nö. Ab zu Phoenix. Jetzt haben wir wohl das Videospiel spielen. Neon. Phoenix. Hey.
Kann ich mir jetzt eigentlich irgendwie eine Rüstung leisten oder sowas? Wäre schon toll. Eine Rüstung gerade, weil dann halte ich mir aus. Mal gucken. Magna-Plattenanzug. Kaffee. Jetzt sehe ich voll cool aus. Soll ich aber vorher auch schon. Gibt es irgendwie neue Waffen nochmal oder? Die üblichen, genau. Das Gute ist, man kann sie in der Holo Arena testen, wenn man will. Ne? Zeige ich aber später mal. Genau, wir machen jetzt noch das Story weiter. Und fliegen ganz au. Ich weiß noch, wie ich dieses Videospiel gehasst habe. Hier kannst du was lernen. Das Videospiel im Videospiel. Ein echter Held. Der Fresse. Guckt ihn euch an. Abenteuer von Captain Quark, dem größten Superhelden aller Zeiten. Hey, ist das ja an? Von unserem Forscherteam, anhand von Augenzeugenberichten, wilden Gerüchten und einem wunderschönen Bleigießset, sorgfältig rekonstruiert. In den frühen Tagen der solarianischen Wende wurde die Solana-Galaxie von einem Piraten namens Captain Blackstar terrorisiert. Was? Hat noch jemand Lust auf Fischstäbchen? Obwohl in der Blüte seiner Jugend war Captain Quark bereits eine lebende Legende. Ich musste mich echt vom Leib halten. Aber keines seiner früheren Abenteuer hatte Quark vorbereitet auf seine Begegnung mit Blackstar und seiner Crew von... Das ist öffentlich bloß ein Tippfehler. Das heißt Robo-Piratengeister. Das Lesen liegt dir wohl nicht so, was, Professor? Ja, nun zum interaktiven Teil von Episode 1. Wer A sagt, muss auch Heu sagen. Dev-Geschichte. Yay, wir können Quark spielen. Mit der besten Musik ever. Ich meine, hört euch die Musik an. Ich bin ein Jump'n'One in einem Jump'n'One. Au. Wir dürfen Ratten schlagen. Hast gerade ein offiziell lizenziertes Quark-Andenken aufgenommen. Sammel alle Andenken in allen Levels, um einen geheimen Preis zu gewinnen. Baby. Wie schön das glitzert, Baby. Die roten sind 10 Quark-Andenken wert. Sammeln. Das ist auch eine gute Idee. Ein Videospiel in einem Videospiel. Was findest du? Au. Ich merk schon, ich werde verkacken. Verschwinden, hurra! Gruselig! Jo, genau. Ich fall einfach mal runter, ne? Ich will das haben. Verdammt. Das war, ja, ich sag noch nichts dazu. Checkpoint. Die mir aus dem Weg.
behaupten, ein riesiger Roboter Weltraum-Aal lebt in diesem Film. Was für ein Drücke die Kreistaste, um einen Blaster abzufeuern. Halte die R1-Taste gedrückt und bewege den linken Analogstick, um präzise zu zielen. Okay, es bringt nichts. Ich will aber trotzdem hauen. Ich hab Muni. Muss die Waffe natürlich wieder gut, ne? Ich merke gerade, ich habe alles gesammelt. Das ist gut. Werde ich wahrscheinlich in jedem Level schaffen, aber ja. Wenn ich es im ersten Level geschafft habe, ist schon mal gut. Was für ein leckeres Gesundheits-Upgrade. Immer dran denken. Rock'n'Roll. Es gibt eins so. In jedem Level. Endgegner. Bitte immer schneller. Geht down. Walking Wally. Nee. Ich hab das erste Spiel durchgespielt. Das Spiel hat bestimmt 70 Euro gekostet. Wenn man nach den heutigen Preisen geht. Dafür dann so ein kurzes Spiel haben, ne? Ich habe ja schon einiges erlebt, aber das ist wirklich die Höhe. Robo-Piratengeister, für wie blöd halten die uns? Hey, Professor, du bist dran. Und wieder verdanken die Bürger der Solana-Galaxie dem Mut des Mannes hinter dem Kuh-Rettung. Widerwillig nahm Quark eine kleine Belohnung für seine Dienste an und spendete die gesamte Summe der Stiftung Quarks Stiftung für junge Hüpfer. Die Schönheitsoperationen und attraktive Damen bereitstellt, und zwar für Bedürftige namens Quark. Ich habe eben ein großes Herz. Herr Präsident, ja, ich habe den Obstkorb erhalten, danke. Anscheinend bin ich allergisch gegen Pflaumen. Ja, so ist das. Was? Blackwater City wird angegriffen? Ja, Sir, bin schon unterwegs. Die spannenden, absolut wahren, wer's glaubt, Abenteuer von Captain Quark werden in Episode. Hey, und dafür dann nochmal 70 Euro ausgeben. Oh yeah. Geistesblitz. Genau. Na, wer ist denn der alte Knabe? Quarks Erinnerung scheint zurück zu sein. Hey, diese Garderobe ist eine Zumutung. Was für eine Billigproduktion habt ihr denn am Laufen? Ganz der Alte. Ich glaube, er muss sich noch eingewöhnen. Bis dahin habe ich den perfekten Auftrag für euch zwei.
Wir haben vor kurzem von einem Holoprojektor-Prototyp gehört, der nicht nur die Gestalt, sondern sogar die Sprache eines Tyrannoiden verleiht. Bilde ich mir das ein oder riecht's hier nach Bananen? Jedenfalls ist das Gerät zufällig diese Woche der Hauptgewinn bei Zerstöre deine Welt. Seht's euch an. Heute Abend bei Zerstöre deine Welt, die völlig neue Todesstrecke. Und das heutige Opfer, ich meine... Sieht doch aus wie ein Fred. Fred ist Buchhalter bei Gadgetron. Ihm ging einmal ein Wandlerstrahl in der Hose los. Ein Riesentyp. Sehen wir mal, was ihn erwartet. Das sieht doch halb so wild aus, nicht wahr? Viel Glück, Fred. Der nächste bitte. Guter Kandidat. Neuer Tag, neue Todesstrecke. Koordinaten von Zerstöre deine Welt auf Station 09 hinzugefügt. Das heißt, wir dürfen unsere Welt zerstören? Oder uns von Lasern treffen lassen, was auch immer. Naja, Hauptsache Quark ist jetzt wieder ein normaler Typ. Obwohl er nicht mehr, immer noch nicht normal aussieht, aber das, ja, das wird sich glaube ich noch ändern. Ich würde aber sagen, das war's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, was ich immer vergesse zu sagen, teilt es mit euren Freunden und wenn ihr nicht habt, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus und ciao.